Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Ist ein Heiratsantrag heute noch modern? Ja, vorweg, ich freue mich, wenn Sie den YouTube-Kanal abonnieren und ich kann Sie dann immer up to date halten und danke auch für all Ihre Feedbacks. Ein Heiratsantrag ist ja was Altmodisches, ja. Warum muss man das machen und warum muss man überhaupt heiraten? Das ist ja auch komisch. Worum es mir jetzt in diesem Video geht, ist vor allem für all diejenigen Menschen, die spüren, es würde so gut tun, wenn ich was Fixes habe, ja. Wenn ich einfach sicher weiß, ich bin safe, ich bin in Sicherheit. Gerade in so unsicheren Zeiten wie diesen, tut es einfach so gut zu wissen, da bin ich zu Hause, da bin ich geborgen, da kann mir nichts passieren. Und das kann ich von einem Menschen schon haben, aber da muss ich halt auch gemeinsam dran sein. Und viele trauen sich nicht, jetzt dazu sagen, ja, wir sind fix zusammen und sind da unsicher, weil sie sich denken, dann kann ich da vielleicht nicht mehr so gut raus oder das hat dann so viele Schwierigkeiten und mir ist lieber, wir bleiben ein bisschen offen und wir sind noch nicht so entschieden, kann man ja später machen, muss ja nicht gleich sein. Und dadurch verzögert sich das und dann eigentlich wird die Liebe schwächer oder sie erkaltet und der Alltag wird dann ein Stück schal, weil es nicht das Commitment gibt, weil es nicht die Entscheidung für den anderen gibt. Und deshalb bitte, wenn Sie schon ewig lang warten auf diesen Heiratsantrag und sich denken, warum kommt der nicht, wann können wir denn endlich so innerlich fix sein, dann spielen Sie dieses Video Ihrem Partner vor und sagen Sie, du, da habe ich was gekriegt, schau es dir mal an. Ja? Und wenn Sie als Partner es jetzt hören, denken sich, na super, dann fragen Sie sich, warum haben Sie bisher noch nicht sich getraut zu sagen, hey, können wir fix zusammen sein, können wir heiraten, können wir nicht wirklich jetzt auch offen und ehrlich zueinander stehen. So, öffentlich auch. Es muss jetzt keine riesige Hochzeit sein, obwohl es schön ist, eine riesige Hochzeit, aber und was Besonderes ist, aber es kann auch sein, dass die Ideale zu hoch sind. Das heißt, wenn Sie das Gefühl haben, ja, warum nicht, wir leben eh super zusammen, es passt eh und wir können uns das schon trauen, fix zusammen zu sein, dann bitte fassen Sie sich ein Herz und warten Sie nicht auf den super übertrüber tollen Moment auf dem 8000er, wo man nicht so leicht hinkommt und auch nicht unter Wasser und so. Also das ist schon gut, wenn man tolle Orte hat und sich was Tolles ausdenkt, ja, aber weil es so schwierig ist, sowas Tolles zu organisieren, kommt es nicht dazu. Es reicht auch am Küchentisch, am Abendessen, ganz locker zu fragen, du hast Lust. Ich würde jetzt gern mich zu dir stellen. Ich möchte, und ich sage es auch ganz bewusst, ich mag mit dir zusammenbleiben auf längere Zeit. Wir wissen, es geht auf für Owe, wir müssen Beziehungsarbeit leisten, wir müssen konfliktfähig bleiben, wir kennen uns jetzt schon gut, aber wagen wir es, trauen wir uns. Aber das muss ich halt mal sagen, wenn ich es nicht sage, wird's nix. Und jetzt gibt's diese klassischen Frauen, die sagen, na, das muss schon der Mann sagen, weil sonst mache ich das nicht. Ja. Und ja, dann sage ich es jetzt an alle Männer, bitte stellt einen Heiratsantrag und wartet nicht so ewig. Außer Sie haben das Gefühl, es passt hinten und vorne nicht. Das geht sich nicht aus. Wenn ich in mich reinspüre, merke, wow, das geht nicht. Ich bin nur jetzt zusammen, weil wir schon eine gemeinsame Wohnung haben oder schon irgendwie schon so ewig zusammen sind und weil ich gar nicht weiß, wo ich sonst hinziehen soll und ich bleib halt zusammen, ja. Aber eigentlich, wenn ich nachspüre, passt es hinten und vorn nicht. Dann bitte machen Sie Beziehungsarbeit, machen Sie eine Paartherapie und dann starten Sie mit dem Heiratsantrag, damit Sie sich sicher fühlen. Aber es braucht diese Beziehung als Sicherheit, gerade in Zeiten wie diesen. Und zwar, das traue ich mir zu sagen, für jede Beziehung. Es ist total verunsichernd, wenn man sich dauernd denkt,
keine Ahnung, ob die Person oder der Partner wirklich zu mir steht oder nicht. Und das macht's wirklich schwer. Also, fassen Sie sich ein Herz und tun Sie es einfach, indem Sie sagen, kannst du dir vorstellen, mit mir ein Leben lang zusammen zu sein? Oder kannst du dir vorstellen, mich zu heiraten? Oder wirklich auch zu sagen, ich liebe dich wirklich und ich möchte wirklich immer bei dir bleiben. Ich will es tun, so gut ich es kann. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt immer zusammenbringe. Das ist jetzt auch ein Prozess und keiner weiß, was in 2 Wochen ist, keiner weiß, was in 10 Jahren ist und keiner weiß, was in 50, 60 Jahren ist. Aber ich will das Commitment geben, dass ich sage, ich will mich bemühen mit all meinen Kräften. Und das ist das, wo das Herz aufgeht bei den Menschen. Wenn sie das spüren, dann merken sie, wow, der Mensch liebt mich wirklich. Und das tut so gut, das ist so wichtig. Also, wenn Sie das hinkriegen, wow, gratuliere, ja. Wenn Sie merken, ich krieg's nicht hin, dann überlegen Sie sich nochmal, was ist denn das, was mich eigentlich total hindert, warum ich merke, na, das geht gar nicht, das will ich überhaupt nicht. Dann gibt's einen Grund und diesen Grund gibt's verschiedene Gründe. Ich habe in der Paartherapie Menschen, die eben auch sagen, na, ich würde den gar nicht heiraten wollen, ja. Ich habe halt mit dem jetzt schon ein Kind, ist halt jetzt so, aber sobald das Kind groß ist, bin ich sowieso weg. Ja, dann brauche ich auch mich nicht wundern, wenn die Beziehung nicht so lebendig und nicht so schön ist. Und das kriegt dann übrigens das Kind mit. Das ist halt so. Die Kinder schauen uns ja alles ab. Wir können da nichts verbergen. Die spüren das. Und je jünger das Kind ist, desto mehr spürt es, je älter es wird, desto mehr kannst du das auch schon versuchen, kognitiv zu deuten. Aber es ist deshalb auch in der Pubertät für einen Jugendlichen nicht einfacher, wenn es merkt, da ist eigentlich kein Commitment da. Dann tun sich die Jugendlichen viel schwerer, auch ihrerseits eine Partnerschaft anzufangen, weil sie merken, das Commitment ist nicht gut. Das ist zu stressig und das funktioniert eh nicht. Also es braucht auch Menschen, die ein Commitment wagen und die auch vertrauen, dass das gut geht. Und es geht aus 2 Gründen gut. Das eine ist, wenn ich sage, ich bin bereit zu lernen, ich bin bereit, mich mit dir weiterzuentwickeln, weil ich deine Schönheit sehe, weil ich deine Stärke sehe, weil ich das sehe, was du eigentlich Kostbares für mich ganz persönlich bist. Das ist das eine. Und das zweite ist, warum es gut ist, zusammen zu bleiben, ist zu sagen, ich will nicht dauernd weitersuchen, ich will nicht dauernd in dieser Unsicherheit bleiben, ich will nicht dauernd in dieser Flexibilität und Vorläufigkeit bleiben, ich will irgendwo einen sicheren Hafen haben, ich will wo eine Heimat haben, ich will wo was haben, wo ich weiß, da gehöre ich hin, da bin ich zu Hause und da brauche ich nicht das auch noch überlegen. Ich muss sowieso im Job flexibel sein und sowieso in x anderen Sachen so flexibel sein, weil dauernd sich alles ändern kann, aber es tut so gut, eine Person zu haben, in deren Gegenwart mir auch fad werden kann. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, ja, aber es tut total gut, nicht immer nur Action. Ja. Und für diejenigen, die gerne Action wollen, also keine Sorge, es gibt dann trotzdem genug Action. Man muss halt auch sich dann den Partner suchen, wenn man actionreich ist, der mit einem mitmacht. Ja. Da gibt's eben das andere Video dazu, wie finde ich einen richtigen Partner. Gibt's den Link dazu, wo es eben gleich und gleich gesellt sich gern, Gegensätze ziehen sich an, das ist schon wirklich zu verbinden. Ich muss beides im Blick haben, sonst ist es irgendwann einmal schal und fad. Was tun, wenn ich einen Heiratsantrag mache und der Partner sagt nein oder noch nicht oder ich glaube, ich kriege einen Lachkrampf oder was auch immer, ja, oder sagt, wo sind die Ringe, weil ich die Ringe noch nicht habe. Dann einfach ehrlich ins Gespräch gehen und sagen, was ist noch so, dass das nicht passt? Was brauchst du noch? Und vielleicht sagt er dann Dinge, auf die ich gar nicht gedacht hätte. Endlich führen wir ein gutes Gespräch. Endlich kommen wir drauf, für den Partner geht's deshalb noch nicht, weil er sich schon so lange ein Kind gewünscht hat und ich habe bisher Kinder immer ausgeschlossen oder was auch immer. Dass wir dann darüber ehrlich reden und dass wir dann echt schauen, ja, macht Sinn zusammen zu bleiben oder nicht, auch wenn es irrsinnig schwer ist. Aber was hilft's, wenn ich Dinge weiterschleppe aus lauter Angst? Besser den eigentlich nicht passenden Partner als einen richtigen zu finden. Da ist wahrscheinlich besser, ein Stück allein zu sein und ehrlich wieder einen neuen zu suchen, der dann echt passt, weil ich jetzt auch reifer bin, als wie vor 10 Jahren, wo ich noch viel unreifer war und den Partner halt genommen habe, obwohl ich das gar nicht wollte.
Und dann sind ganz viele bei mir in der Paartherapie, die sagen, na, ich habe damals nicht Nein gesagt und jetzt habe ich die Riesenprobleme jetzt. Also es muss schon stimmig sein. Aber bitte nicht verwechseln, es braucht nicht ideal sein. Stimmig ist ein Unterschied zu, der hat alle 100.000 Punkte, die ich haben will und der ist so oben und der ist so perfekt. Ja, das werden wir nicht finden. Dann, deshalb gibt's auch keinen Heiratsantrag, wenn ich das alles nur perfekt sehen will. Ich muss bereit sein, einen Prozess mit dem Menschen zu machen und wir wollen beide uns weiterentwickeln. Miteinander, Hand in Hand. Liebe heißt nicht sich dauernd nur anschauen, sondern Liebe heißt in die gleiche Richtung schauen. Und Ehe und Heirat heißt eigentlich, wir gehen miteinander durch dick und dünn, durch Höhen und Tiefen, auch wenn es nicht immer super überdrüber ist, aber wir wissen, wir können zusammen, wir wissen, wir unterstützen uns. Ja, ich wünsche Ihnen, dass Sie den Heiratsantrag gut schaffen, dass das gelingt. Warten Sie nicht zu lang, bitte, es bringt nichts. Suchen Sie nicht den überdrüber extra tollen Ort aus. Es ist gut natürlich, wenn Sie Ringe schon vorab gekauft haben, aber wenn Sie noch nicht so sicher sind, dann warten Sie mit den Ringen. Die Ringe sind nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist das Gespräch, wo man sagt, bitte, ich will mit dir. Und zwar immer. Und immer ist nicht so schwer, wenn ich weiß, ich bin dafür geborgen und geschützt. Alles Gute Ihnen für Ihren Heiratsantrag.